Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, wir haben den Endgegner dieses Dungeons besiegt und sind somit auch fertig. Jetzt müssen wir uns nur noch das abholen, wofür wir gekommen sind. Die Spiegelkammer. Und wir haben hier mal wieder diese Schattenviecher. Was heißt, auch hier wird es ein Portal geben. Das hier für Fledermäuse. Wo kommen die denn her? Die waren ja noch nie da. Okay, das hätten wir auch jetzt geschafft. Kein großes Problem. Ja, ihr werdet mich jetzt auch nicht weiter nerven. Übrigens, ich entschuldige mich dafür, dass dieses Projekt im Vergleich zu den anderen so selten kommt. Das ist eigentlich auch nicht so toll, weil das Spiel ja sehr lang ist. So würde sich das Projekt nur noch weiter hinauszögern. Aber ich mache das nicht mit Absicht, ich schwöre. Es ergibt sich einfach nur leider so, dass es nicht so oft kommt. In letzter Zeit jedenfalls. Zum Beispiel gestern wollte ich einen Part machen, der nicht allzu selber 20 Minuten hinausgeht. Und bei, ich weiß jetzt, dass eine sehr storylastige Stelle kommt, da weiß ich nicht genau, ob das möglich wäre. Sonst hätte ich gestern schon Zelda aufgenommen. Dieser Spiegel sieht nicht sehr ganz aus. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Die Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat, hört uns, ihr Träger des Sieges der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die Gewalt über das Heilige Reich zu erlangen. Da er über dunkle Kräfte verfügte und in Magie bewandert war, wurde er weithin gefürchtet. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnliche Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Oh,
die haben Gendorf erstochen. Jedoch. Muss es wohl eine lange Laune der Göttin gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügt. Einer der Weisen ist jetzt wohl tot. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Zanto übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eine befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt. Also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut, auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Tja, damit wissen wir, was zu tun ist. Aber ich laufe jetzt nicht durch den ganzen Dungeon nochmal. Ich sollte mich vielleicht wo irgendwo hinwarpen. So, eisigen Ebenen haben die gesagt. Das machen wir zuerst. Ich glaube, es gibt auch keine andere Wahl. Aber erstmal wollte ich ja hier zu diesem Wolf. Ich sollte den auch bereits erreichen können, denke ich mal. Oh, hallo du. Bekloppter Trottel. Burns. Mr. Burns. Nur nicht der aus den Simpsons. Das wäre irgendwie viel zu seltsam für ein Zelda-Spiel, eine Simpsons-Referenz zu haben. Auch wenn es rein theoretisch nicht unmöglich wäre. Ich weiß nicht, sind die Simpsons überhaupt
berühmt in Japan? Ja. Jetzt mach schon. Der Typ gibt einem ja irgendwann ein Herzteil, wenn man dem genügend gegeben hat. Mehr kann ich dir jetzt nicht geben. So, das sollte ja jetzt eigentlich hier irgendwo in der Nähe sein. Oh, schaut mal, dort ist eine Geisterseele. Ja, wenn wir die schon mal hier haben, kann man die auch mitnehmen. Und ich glaube, ich sehe da auch einen Goldkäfer. Man sieht die im Gespürmodus irgendwie viel besser noch. Nein! Komm her! Ich bin schon extra langsam gelaufen. Wo bist du? Ja toll, dort erwische ich dich auch 100 pro. Den will ich jetzt haben. Wartet. Gleich mit dem Greifhaken. Ah, und da ist auch der Wolf. Ja dann. Drei Fliegen mit einer Klappe. Ach nein, nein! Komm her! Mann, jetzt wollte ich das machen, aber der hat die Waffe weggesteckt. Na dann. Marienkäfer. Schaut mal, statt den Punkten hat er einen Triforce auf dem Rücken. Hallo. Hallo, Link aus Majora's Mask. Sei mir gegrüßt, es wird Zeit, das Geheimnis um die verbleibenden okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lernen will. Und den Techniken, die ich dich lernen werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du auch diese lernen? Also gut, zuvor zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich dir letztes Mal gelehrt habe. Also greif mich an! Was ist das jetzt schon das letzte Mal? Sehr gut, du hast sie meiner okkulten Künste tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen. Es gibt meiste Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacke und Rundumhieb gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lernen, die dich dazu befähigt, mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in der Scheide. Sorry. Und erwarte deinen Gegner, ohne ihn mit ZL anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert noch, bevor der Gegner deine Bewegung voraussagen kann. Unvorstellbar, oder diese Techniken einmal blank ziehen. Also dann versuch es mal. Ja, mach. Mach's. Okay, man muss nur drauf warten, bis es angezeigt wird. Nun, das war ein kühner Schlag, aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun hast du auch die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen, erlernt. Du hast das Blankziehen erlernt, aber hat dein Gegner ohne sofort schwer zu ziehen oder ihn mit ZL anzuvisieren. Dann gibt's noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf, nur so wirst du die okkulte Künste tatsächlich meistern.
mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Bei so weißem Bildschirm sehe ich immer, wie dreckig mein Fernseher eigentlich ist. Ah, das tut jetzt nichts zur Sache. So. Warte, ich höre wieder den goldenen Käfer. Das wäre dann jetzt entweder erneut der weibliche Marienkäfer oder der männliche, den wir noch nicht haben. Er ist wieder weibliche. Aber dann müsste ja hier in der Nähe auch der männliche sein. Rein theoretisch. Und schaut mal, dort haben wir eine Schatztruhe. Da kommen wir jetzt aber so leider nicht ran. Wie kann man nochmal da ran? Eigentlich müsste Link sich nur hier hochziehen und dann da runterfallen, aber das ist ja viel zu einfach. Ich guck noch, ob ich hier ganz per Zufall den männlichen noch finde. Ja, dort sehe ich was leuchten. Weil es ist ja immer eine Käferart Ebene, Gegend. Es ist halt die Gegend rund um Hyrule. Dort gibt es halt die Marienkäfer. Nervt mich nicht! Ich will einen Käfer fangen. Das ist wichtig. Wegen euch verliere ich noch meinen Käfer völlig aus den Augen. Ah, oh, gibt's hier unendlich viele von diesen Viechern. Komm her. So. Dann gehe ich gleich mal zu Agneta. Können ja nicht schaden. Es ist zwar schneller, aber es ist so lustig, immer wenn man sich über die Gegend rollt. Finde ich jedenfalls. Wo war nochmal Agneta? Hier nicht, oder? Boah, ich komme da immer so durcheinander, ne? Egal wie oft ich hier lang gehe, ich habe einfach keine Orientierung in dieser Stadt. Hallo, ihr süßen Kätzchen. Boah, ich liebe Katzen. Ah, du sollst am besten wieder nach Hause. Dein Herrchen vermisst dich sonst. Boah, der sieht fast genauso aus wie einer meiner Katzen. Nein, wirklich haargenau. Das sieht aus, als hätten die ihn eingebaut, mein süßer Lukas. Oh, da kriege ich immer ein großes Herz bei Katzen. Lauf nicht zu weit weg. Ah, hier ist Agneta. Katzen. Da bist du, gruseliges Mädchen, ja. Ich will mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. Danke, danke, ich bin so glücklich. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. Boah,
Boah, die erinnert mich irgendwie mega an Poppy. Also That Poppy. So eine relativ neue Sängerin. Und die ist auch so verdammt verstörend und gruselig. Wenn die in Deutschland hier berühmt wird. Bei mir hat die es zuerst gehört. Aber du, Nashornkäfer, männlich, bist du es wirklich? Ah, der Nashornkäfer, wie schön muss es sein, unter diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Danke, danke, ich bin so glücklich, Baba. Aber wenn ich nur ein wenig kleiner wäre, würde ich mit ihm irgendwo hinfliegen. Aber du, Marienkäfer, weiblich, bist du wirklich... Ah, Marienkäfer... Blablabla. Ah, mindestens das Paar komplett. Schau nur, wie glücklich die beiden aussehen. Erlaube mir, mein Glück mit dir zu teilen. Ich habe das Gefühl, das ist eine Quest, die ich schaffen könnte. Ah, die Libelle. Wenn mich jemand aus so vielen Augen gleichzeitig ansieht, dann werde ich ganz geil. Danke, danke, ich bin so glücklich. Das, was du mit den Insekten machst, sie ausstellen? Keine Ahnung. Soll mir egal sein, die sollen mir einfach nur ihr ganzes Geld geben. Oh, ich sehe auch gerade, wir haben die 20-Minuten-Grenze schon überschritten. Mein Gott, das geht manchmal schneller, als man denkt. Na gut, wenn es so ist. Dann beende ich diesen Part hier. Und den nächsten Part machen wir dann einfach... Ja, weiter mit dem, was wir machen sollen. Ganz einfach. Hat diese Frau da hinten ein Kleid aus Schuppen an? Jetzt so weg. So, so aus. Naja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal zurück zu Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ich guck mal, dass der nächste Part ein bisschen schneller kommt. Und dann sehen wir uns dann. Tschüss.